Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend. Eine Produktion von sofakusch.de. Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit Abel Xavier Unsinn und Janni Imhof. Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte ungenügend, dem heiteren Geschichtspodcast mit mir, Janni Imhof, und meinem Dauergast Abel Xavier Unsinn, heute mit einer Folge aus unseren Archiven. Das heißt, das sind einige ältere Episoden, die wir damals noch bei unseren Freunden vom Sofacoach Fragepunkt aufgenommen haben und die wir euch heute in leicht überarbeiteter Qualität nochmal auf die Ohren geben wollen. Die Folge heute dreht sich um die Niederwaldverschwörung und um Marius Müller-Westernhagen. Trotzdem allen viel Spaß, hört mal rein und wir hören uns in 2 Wochen wieder mit einer neuen Geschichte, wenn Abel Xavier Unsinn wieder unvorbereitet ist und ich wieder was Irres rausgekramt habe. Bis bald, tschüss. So, herzlich willkommen zur... Nee, du, in dein Zimmer kannst du gehen. Das ist ein guter Einstieg. Ja, hi. Wir sind wieder Axu und Thrasher mit einer neuen Folge vom Sofacoach Fragepunkt wegen des großen Erfolges. Ja. Und weil sonst irgendwie, glaube ich, nichts anderes passiert ist, machen wir nochmal eine Geschichtsfolge. Eigentlich liegt das nur daran, dass wir beide niemanden zum Reden haben und dann treffen wir uns halt und nehmen das einfach auf, wenn wir mal jemanden gefunden haben zum Im Prinzip ist das Gleiche, nur dass wir ein total hoch elaboriertes Setup jetzt hier haben, weil wir haben... Ich habe mein eigenes Mikrofon bekommen. Viel Feedback gekriegt. Oh ja, knallhart. Knallhartes Feedback gekriegt. Vor allen Dingen die zweite Hälfte, das wäre ja die ganze Zeit das Rumrumsen an dem Tisch, das ginge ja gar nicht. Wir haben jetzt hier diverse Software- und Hardware-Lösungen, um das zu Dingsen. Und der rote Faden hat vielen gefehlt, dass es so hinplätscherte. Ja, das war eigentlich, ist ja auch irgendwie Sinn der Sache, dass der rote Faden nicht so einfach zu finden ist. Ist es heute ein bisschen besser strukturiert, muss ich sagen. Das wird sich zeigen. Ja, aber was wir hier machen, für diejenigen, die es das erste Mal hören, und... Wir klauen. Genau, wir klauen. Und dieses Mal klauen wir erneut vom großartigen US-Geschichts- und Humor-Podcast The Dollop. Wie ein paar andere, die das, glaube ich, aber nicht sagen in der Podcast-Welt. Naja, nee, ich habe eine Geschichte vorbereitet aus der, ich nehme an, du kennst das. Ich bin gespannt. Ich kenne mich nämlich nicht aus. Das ist der Witz an der ganzen Geschichte. Nee, du kennst dich halt schon aus mit Zusammenhängen und wann, wo mal was war. Aber jetzt nicht die genauen Daten, sondern im Geschichtsstudium, das nochmal als Bemerkung für diejenigen, die es vergessen haben. Wir haben beide Geschichte studiert, sind beides ausgelernte Historiker. Absolut. Ja, haben beide aber nicht die Meisterprüfung gemacht. Nee, und obendrein bin ich ein bisschen aus der Art gefallen, weil ich nicht ins Online-Marketing gegangen bin, wie alle anderen Historiker, die ich kenne. Das, ja, oder in die Uni. Gibt ja uns 2, 3, die dann wirklich auch dann an der Uni und so weiter, aber ja, nee, meistens muss man dann irgendwie Klicks verkaufen. Und du machst was Sinnvolles, das ist auch total cool. Und so viel Geschwalle jetzt, was wollte ich eigentlich? Wir wollten sagen, dass wir den roten Faden diesmal mehr behalten wollen. Okay. Marius Müller-Westernhagen. Was? Futter ab. Was? 6. Dezember 1948 in der, was muss ich alle, rheinischen Kleinstadt. Düsseldorf. Im Alter von 14 Jahren hatte Marius seine erste Rolle im Fernsehfilm Die höhere Schule. Ah. Und seine erste Gage investierte der damals glühende DEG-Fan in eine Eishockey-Ausrüstung. Jetzt, wo geht denn das jetzt hier hin? Zeitig war das Schauspiel also bei Westernhagen vor der Musik. Ja. Eishockey wusste ich gar nicht, aber also, da ist ja nicht viel passiert. Hat er auch gespielt? Ich kenne nur die großen 80er, 90er DEG-KEC-Rivalitätsnamen. Ja, da war Westernhagen nicht dabei. Er hat unter dem Trunschka irgendwie bei KEC noch, nee. Selbst damals hatte ich schon einen guten Geschmack, denn selbst damals, auch wenn die beiden mich nicht so richtig interessiert haben, war ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, für wen habe ich denn da mal gehalten? Ich glaube, ich habe schon für die Kölner gehalten. Ich war DEG-Mann, weil ich bin ja im Rheinland groß geworden und musste immer Köln gehört da nicht zu. Gegen die ganzen
anderen Kinder, die da FC und KEC gut finden. Aber haben jetzt wirklich Leute in deiner, sagen wir, Grundschul- oder vorpubertären Sportverfolgerzeit Eishockey-Ergebnisse verfolgt? Ist das so ein Ding da war gewesen? Riesig groß in meiner Heimatstadt. Ich komme aus Troisdorf. Mhm. Das ist zwischen Köln und Bonn, rechtsrheinisch. Da, wo sie mal ein Hochhaus gesprengt haben. Und genau, da ist eine Eishalle. Also eine Eishockeyhalle und da hat der FC mitunter auch in der Offseason trainiert. Also der Eishockey, der ganze. Wie gesagt, ich war da nicht so. Ich war einmal Schlittschuh laufen. Das hat mir so dermaßen gereicht. Ich habe mir so viel weh, also alles wehgetan. Ja, gut. Genau. Westernhagen. Also, Moment mal, also ja. Der Herr Westernhagen ist in Düsseldorf geboren. Ja. Und hat sich als Jugendlicher eine DEG-Ausrüstung gekauft. Genau. Soweit sind wir bis jetzt. Genau. Und ich bin sehr gespannt, was das Thema des ganzen Abends wird. Ja, hat nichts mit Westernhagen zu tun. Ja. Die Musik kam erst in der zweiten Hälfte der 60er Jahre. Und weißt du, wie Westernhagens erste Band hieß? The West Side Stories. Keine Ahnung. Großartiger Name. Harakiri Womb. Womb. W-H-O-O-M. Das klingt ja total, als wenn es so ein Side-Project hier von den durch den Monsun-Jungs wäre. Ach so, Tokyo Hotel, ja, Harakiri genau so. Womb. Ja, ey, wer weiß, so. Da tun sich Parallelen auf. nicht an dem Tisch. Das lässt sich nicht vermeiden. Ich werde ab und zu mal so machen. Und nächstes Mal kriegst du eine Zwangsjacke. So. genau. So, ab jetzt kommt Westernhagen nur noch zweimal in diesem Podcast vor. Okay. Und wir kommen zum nächsten. Aber wenn es viel um Seelen geht, wird das gar nicht schlecht, weil diese Filme, die er gemacht hat, die sind eigentlich ganz unterhaltsam. Theo ist auf jeden Fall ein ganz lustiger Film. Theo gegen den Rest der Welt ist ein guter Film. Ja. Hat er noch welche gemacht? Hat er bei Boot mitgespielt? Nee, da haben sie alle mitgespielt. Das war der einzige, der nicht im Boot mitgespielt hat. Das ist interessant, das müsste man verfolgen. Warum eigentlich? Die deutsche U-Boot-Flotte wurde am... Nee. Okay. Gut, schauen wir mal. So, jetzt heiteres Liederraten. Liederraten. So schwärmten unsere Eltern von der guten alten Zeit. Sie liegt so fern, die alte Kaiserzeit. Doch war sie wirklich besser, die gute alte Zeit, als einst der Opapa, die Omama hat wohl gefreit. Und ich soll jetzt raten, von wem das ist? Kennst du das? Nee. Das ist, wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Kennst du vielleicht? Den Titel kenne ich. Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Ich dachte aber, das wäre was Ernstgemeintes. Vom Titel her. Nee, das war so ein, Schlager, das war so ein, Schlager aus den 10er, 20er, 30ern. Aus den 10ern. Ja. Da gab's den Kaiser Wilhelm aber noch. Nee. Moment. Aber den mit dem Bart. Ach, den alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Den Einser. Friedrich Wilhelm Ludwig von Preußen wurde am 22. Mai 1797 in der brandenburgischen Kleinstadt Berlin. Ja, keine Ahnung. Er wurde 1958 König von Preußen. Ach, 17. Nee. 19. Hast du gesagt? 1858, habe ich gesagt. Okay, ja, Entschuldigung. Und ab 1867 Präsident des Norddeutschen Bundes, aus dem 1971 das Deutsche Kaiserreich hervorging. Hast du schon wieder 1971 gesagt? Das kann man sagen. Scheiße. Fang nochmal von vorne an. Lösch das. Fang nochmal von vorne an, weil ich mir diese ganzen Preußennamen so nicht richtig merken konnte. Wir reden jetzt also über Friedrich Wilhelm. Wir reden über Wilhelm den Ersten. Wilhelm den Ersten, der nämlich mit nicht bürgerlichem, sondern mit adeligem Namen, vollem Namen hieß wie? Friedrich Ludwig Wilhelm von Preußen. Ah ja, okay, alles klar. Den mit dem Bart. Also der... Wilhelm II oder auch einen Bart? Ja, ich glaube einen anderen Bart. Okay. Jedenfalls, aber das Schöne ist eben, wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder. Das wird gesungen auf die Melodie vom Fährberliner Reitermarsch. Sieh an. Und der Fährberliner Reitermarsch klingt, das kann man jetzt hier nicht machen, aus Copyright-Gründen, klingt halt genau wie das Rocky-Theme. Wirklich? Ich laufe schon wieder jetzt die Treppen hier hoch und dann knatscht es wieder. Nee. So. Nee. Und Fade out. Wilhelm I. hatte...
wie man das wohl hat, als Kaiser auch seine Feinde. Und es wollten ja viele Leute, die lieber nicht haben, dass er Kaiser ist oder dass er am Leben ist. Und auf Wilhelm I. wurden zu seinen Lebzeiten zahlreiche Attentate verübt. Nach seinem Tod wurde es weniger. Sein Grab geschändet vielleicht. Aber ehrlich, der war sowas wie der deutsche 50 Cent. He got shot 9 times. Nicht schlecht, der Specht. Ja. Also interessant ist für mich natürlich bisher, einerseits ist das ein tolles Thema, weil gerade diese Preußen, ja? Ja. Ein wahnsinnig, wie sagt man, wie ist der Fleck, weißer Fleck, in meiner Kenntnisse der deutschen Geschichte immer sind? Ich habe jetzt gebaut, dass darauf ein bisschen gebaut, dass du da jetzt was beitragen könntest, bei mir auch. Ja, mal schauen wir mal. Ich weiß, ich kenne drei Kaiser, ja, 1888. Okay. Aber viel mehr kenne ich nicht und ich finde es ganz gut, dass ich jetzt mal ein bisschen mehr da über diese Anfangsphase, ich weiß ja schon so ein bisschen was. Außerdem bin ich da ja familiär involviert eigentlich mit meinem adelig sein. Oh, was? Ja. Oh, der feine Herr. Fantrota. Ja, die waren da auch im Rumspringen irgendwann, aber damit hat meine Tante immer viel von auch diese Preußen. Soll ich da mal nach Dreck am Stecken recherchieren? Da findest du ohne Probleme welche, okay. Da gibt's ganz viel Dreck. Okay, oh je. Machen wir erstmal weiter mit... Ich wollte ja vor allem erstmal nochmal anmerken, dass ich sehr interessant finde und sehr gespannt bin, wie diese beiden Fäden, die diesen Podcast begonnen haben, ja zusammengedröselt werden. Ja. Denn Herr Westernhagen ist vielleicht verwandt? Ist es eigentlich der Kaiser von Deutschland und dann wären wir bei Rio Reiser? Eieiei. Daraus kommt Rio Reiser. Ja, eben. Und er ist dann der Kaiser angeblich. Ja, nein. Was auch sehr für das deutsche Geschmacksniveau sprechen würde, wenn Westernhagen der Kaiser ist. Über dem König. Naja. Westernhagen, das ist ganz witzig. Habe ich heute Werbung für gesehen beim Zeitunglesen. Ja. Ich glaube, ich bin zu nah dran und zu weit weg. Westernhagen hat sein Pfefferminz-Album nochmal neu auf eingespielt im Country-Gewand, Also er hatte dann irgendwie so einen Hut auf und eine Western-Gitarre um oder war das musikalisch auch anders? Ich hab nicht draufgeklickt. Ich habe nur das Bild gesehen. Ja, gut. Gut, also. Kann man sich dann ja mal anhören, Wir gehen mal ganz kurz in eine Pause und sind sofort wieder da. Gut. So, sorry dafür und auch für den etwas wilden Einstieg. Also ich fasse nochmal kurz zusammen, was in den ersten 10 Minuten passiert ist. Wir haben Bier und Kaffee getrunken und ich habe kurz was über Westernhagen gesagt und über Wilhelm I. Und jetzt reden wir über einige Anschläge auf das Leben Wilhelm I. Aber das ist spannend. Ein erstes Attentat auf das Leben des Kaisers, beziehungsweise damals war er noch König, wurde 1861 vom Studenten Oskar Becker verübt, das war in Baden-Baden, schoss im Vorübergehen auf Wilhelm. da kommt ja gerade der König vorbei, Zufall. Streifte ihn aber, irgendwann sagte man Drive-by, aber es kommt später auch. Ihn aber nur leicht am Hals streifte. Becker wurde zu 20 Jahren Zuchthaus verknackt und das Motiv war damals, jetzt bin ich gespannt, die Wut des Attentäters über die zögerliche Voranbringung der deutschen Einheit. Ach was. Der hatte so Bock auf Deutschland und der damalige preußische König und dann kam der das alles nicht. Richtig. So ging das alles nicht so voran. 68. Und das war 1861. 61. Also irgendwann wurde er dann auch begnadigt. Muss man da mal einen kurzen Einschub zur Geschichte machen, wie das überhaupt aussah in dieser ganzen Deutschland-Gegend zu der Zeit? Oder setzen wir voraus, dass Leute sowieso wissen, dass 1815 Wiener Kongress war und dann wurde da irgendwie drei Bund mit, wie war das, Preußen, wer war da drin, Österreich und wer war der Dritte? Ich muss weg. Naja, und dann war halt der Versuch, das alles zu vereinigen und dann gab es diese deutsche Revolution 48, weil die wollten ja alle gemeinsam und dann wurden sie aber doch wieder platt gemacht und durften sie nicht so richtig gemeinsam. Und aus dem Zuge heraus kam dieser Bäckermann da an. Und das ist wie damals, wie heute halt auch schon, wenn man halt richtig ordentlicher Nationalist ist, dann wird man halt auch nicht gleich umgebracht, wenn man versucht, den König umzubringen. Ne? Sondern kommt einfach nur in den Knast. Ja, und wird dann auch begnadigt, weil man möchte ja die deutsche Einheit und findet das eigentlich alles ganz super. Ja, so. Toll.
Der zweite Attentäter. Ja. Und jetzt sind wir schon im Jahr 1878. Also der, okay, der Kaiser hatte ein bisschen Ruhe. Ja. Das war der Klempner Max Hödel, ein ehemaliges Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei, ja, gab 2 Schüsse aus dem Revolver ab, die beide verfehlten. Ah, und das war dann nicht in Baden-Baden wahrscheinlich? Das war in Berlin. Ja. Ach so, heißt das. Unter den Linden. Ja. Ja. Zentral. Und Hödel wurde zum Tode verurteilt. Natürlich. Er war ja Sozialdemokrat. Das dritte Attentat erfolgte am 2. Juni 1878. Ja. Attentäter dieses Mal war der junge Landwirt Dr. Eduard Nobiling. Der Landwirt Dr. Herr Nobiling. Dr. Landwirt, und es ist, dann steht in den Quellen, er wohnte unter den Linden. Für diejenigen, die es nicht wissen, unter den Linden, sein Prachtboulevard in Berlin. Recht ich zentral. Weiß nicht, ob man da als Dr. Bauer wohnt. Wenig Acker zum Bestellen. Ja. Die Pickelhaube des Kaisers verhinderte Schlimmeres, als Nobiling dem Kaiser mit einer doppelläufigen Schrotflinte. Was? Ja. Wie, und es ging darum, zu wenig Landwirtschaftssubventionen oder was war sein Problem? In dem Falle, Quelle, diverse Quellen, unter anderem die Internetseite des, ganz sehr gute Internetseite des Deutschen Historischen Museums in Berlin. War ja quasi vor den Türen, Toren des Museums. Genau, das ist echt um die Ecke. Das Deutsche Historische Museum ist unter den Linden für die Nicht-Berliner und Nicht-Düsseldorfer. Da ist der Mantel wohl ausgestellt. Der Mantel vom Landwirt Mantel vom Kaiser mit den Schrotlöchern. Der Nobiling selber beging dann Selbstmord, und es ist unterschiedlich. Die einen sagen, ja, das war da auch so ein Sozialist. Und wer das sagte, das war, den kennen vielleicht einige, der Bismarckie zum 50 Cent, Wilhelm dem Ersten, nämlich Otto von Bismarck. Ach, ja. Und diese beiden Attentate waren auch so Teil von Bismarcks Gesamtpaket, weshalb man dieses Sozialistengesetz braucht. Ja, das gab es dann nämlich irgendwann auch. Da haben die nämlich losgegangen und haben gesagt, die werden uns hier zu stark, die machen zu viel Aufruhr, wir müssen die mal irgendwie unterbuttern, diese ganzen Sozialdemokraten und dieses ganze kommunistische Gesocks. Genau. Damals nur wenige Kommunisten, mehr Anarchisten, ja, kommen wir gleich drauf. Genau, das Gesetz war das Gesetz wider die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie. Aber es ging nicht auf Sozialdemokratie, es ging generell, Arbeiterinnen, Arbeiter wollten einen Anteil auch an diesem Staat haben. Zumindest die Sozialdemokraten haben da irgendwie fleißig mitgemacht und wurden dann eben mit. Wir haben ja die größte Vertretung der Arbeiterbewegung in Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts. Zumindest die politische, ja. Genau. Und auf der Straße war, und das wusste ich tatsächlich auch noch nicht, bis ich mal recherchiert habe, auch in Deutschland, eigentlich die Anarchisten eher zahlenmäßig die größte. Das war auf jeden Fall eine große Bewegung, auf jeden Fall, keine Frage. Genau, jedenfalls sollten die halt gemeinschaftlich unterdrückt werden mit also Lockspitzelei, Verbote, Durchsuchungen, der komplette polizeistaatliche Apparat wurde gegen die Sozialdemokraten und andere eingesetzt. Jetzt, da kann ich nochmal eine Frage nachschieben. Aus meinem Geschichtsunterricht habe ich noch dunkel in Erinnerung, dass dann ja ziemlich zeitgleich auch diese ganzen Sozialgesetze, die der Bismarck wieder auf den Gang gebracht hat, auch auf der anderen Seite quasi verabschiedet wurden. Hast du da irgendwie zufälligerweise was auf der Pfanne zu? Weil ich dachte, das sei so eine zweigleisige Aktion gewesen. Einerseits sie zu unterdrücken und andererseits so zu tun, als würde man ihnen jetzt hier irgendwie große Rechte geben. Indem genau, man so eine Arbeitslosenversicherung. Im gleichen Zeit, ja, Arbeitslosenversicherung, solche Sachen. Es gab die Sozialreform, dem Druck wurde zumindest graduell nachgegeben, um halt eben das zu verhindern, was einige halt wollten, nämlich die Revolution. Ja. Überhaupt die Teilnahme. Ich glaube, von Revolution haben sie ja in wenigen Gegenden zu der Zeit schon so konkret geredet, wie es dann 30, 40 Jahre später war. Nee, das war tatsächlich, zahlenmäßig waren die jeweils nicht so stark, aber darauf kommen wir dann, das sind die Anarchisten, die sich bildet sich so auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts raus, und die anarchistischen Gewerkschaften sind mitunter zahlenmäßig sehr stark in vielen Ländern Europas. Zuletzt Spanien bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, bis zum Spanischen Bürgerkrieg im Grunde. Genau. Cente. Wo sie dann ja auch in Opposition zu den Kommunisten Klar. irgendwann waren.
Auch viel, da gibt es viel zu lernen zu in diesem schönen Land and Freedom Film von Ken Loach. Den soll man sich angucken. Land and Freedom von Ken Loach. Super, super Film. Ich heule jedes Mal wie ein Schlosshund. Das ist ein ganz dramatischer Film. Auch wenn das jetzt wieder den roten Faden ein bisschen in die falsche Richtung legt. Aber ganz spannend ist immer noch die Frage, und ich möchte daran erinnern, und ich weiß es diesmal im Gegensatz zum letzten Mal ja wirklich überhaupt nicht, was das alles mit Marius Müller-Westernhagen zu tun hat. August Reinsdorf wurde 1849 im sächsischen Pegau geboren. Ah, den Ort kennst du auf einmal. Er entstand, Pegau kennt man ja, Pegau an der Schlitz, keine Ahnung. Er entstammte einer kleinbürgerlichen Familie, hatte 11 Geschwister. Nach der Volksschule lernt Reinsdorf Schriftsetzer. Mhm. Und in so seinem Berufsleben, er gerät dann eben auch in so Arbeiterkreise, dass die Leute politisch engagiert sind. Und das ist Wahnsinn, wenn man, es gibt so eine Biografie, eine August-Reinsdorf-Biografie von Johann Most. Das war auch. Den kenne ich, das ist so ein Anarchotypi. Genau, ganz wichtiger Anarchotypi. Naja, der war zum Beispiel der Herausgeber, und jetzt kommen wir wieder zu Westernhagen, der Frei. Achso, ja, stimmt. Ja, genau. Ja, genau. Ja, also ich habe ja irgendwie auch mal früher so ein bisschen anarchistisches Zeug gelesen, und da kam der irgendwie auch vor. Mhm. Zusammen mit so Leuten wie Kropotkin, Bakunin, wichtiger Anarchist, auch Theoretiker und eben auch Herausgeber, und hat dann später auch diese August Reinsdorf Biografie geschrieben. Also vermute ich mal, dass der auch eher so ein Anarcho war. Genau, und der gerät da rein, und dann haben wir so seine Arbeitsstellen, und dann ist er in Paris, und dann ist er da, und dann ist er da, und dann ist er in der Schweiz. Die Schweiz war damals wirklich auch so ein Treffpunkt, und unter anderem irgendwie, das habe ich in einem anderen Podcast gehört, auch so die erste Uhrenfabrik von Longines. Ja. Da haben sie, da waren dann auch die Anarchisten, und in der Schweiz sind sie ja alle irgendwie gegangen. Die Schweiz hat ja quasi schon immer irgendwie so sich aus allem versucht rauszuhalten. Ja, und also gerade deutschsprachige Schweiz war so ein Treffpunkt und auch so ein Zünder dafür. Und man sieht es halt auch, er reist von hier nach da. Man, zum einen merkt man halt die Arbeitgeber, das gibt halt keinen Kündigungsschutz oder sowas. Du bist dann halt nach 2 Wochen wieder raus aus deinem Job, dann verpisst du dich und dann gehst du woanders hin. Ja. Auf der anderen Seite hat es denen halt eine unheimliche Vernetzung ermöglicht, dass diese Ideen halt relativ schnell sich verbreitet haben und auch so Organisationsstrukturen. Genau, man unterschätzt dann, glaube ich, auch, wie die Mobilität dann aber auch schon vor langer Zeit eigentlich gewesen ist, dass dann eben doch wahnsinnig viel rumgereist wurde und wahnsinnig viele Informationen geliefert wurden, dass eben nicht erst seit den neuesten Technologien so ist, sondern dass da wirklich irgendwie die Leute halt hier auch in 1000 verschiedenen Orten studiert haben zum Beispiel, also da war schon einiges los, auch schon vor 150 Jahren, was das Hin und Her angeht. Ja. Und genau, Reinsdorf tingelt. Irgendwann kehrt er auch in seine sächsische Heimat zurück, findet Arbeit in Leipzig, wo er, jetzt sehe ich aus einem anderen, das gucke ich gleich in der Pause nochmal nach, wie das andere Ding hieß, Autors Max Schütte, aber es geht auch um Autorhaus Max Schütte. Der Autor ist Max Schütte. Ja, verstehe. Und in dem Autohaus hat Reinsdorf dann gearbeitet. Ja. Als Amerikaner unter dem Pseudonym John Steinberg. Ach was. Und ist er dann in den Versammlungen der Sozialdemokraten aufgetreten und hat den anarchistischen Standpunkt vertreten. Und mit einem amerikanischen Akzent. Jetzt zitiere ich aus Max Schütte. Anfangs wurde August nur von wenigen sekundiert, aber nach und nach scharte sich doch ein kleines Häufchen um den Amerikaner und seinen Freund, von welch ersterem nebenbei gesagt bald genug jeder wusste, dass seine Wiege in dem nahen Pegau stand, weil er das in seiner Unvorsichtigkeit und Tollkühnheit sogar zwei- oder dreimal seinen, wo er in seiner Unvorsichtigkeit und Tollkühnheit sogar zwei-, dreimal sein Mütterlein besuchte. Was Wunder, wenn auch schließlich die Polizei etwas aufhorchte und sich den in der sächsischen Mundart so bewanderten Yankee etwas näher betrachtete. Okay. Ja, jetzt haben wir leider Buba nicht hier, der jetzt sechselnd die Rolle übernehmen könnte. Sechselnd amerikanisches Englisch sprechen könnte. Ich lasse es mal nach dem Dialektfiasko beim letzten Mal. Ach, das ging schon. Genau, und
Reinsdorf radikalisiert sich halt weiter. Die Revolution muss her. Und die, was es bei den Anarchisten dann eben gab als das, so das strategische Mittel, das war zusammengefasst unter dem Konzept Propaganda der Tat. Ja, das hieß, glaube ich, die sagten gar nicht so anders, glaube ich, als das dann später die RAF auch gemacht hat. Ja, wir müssen einfach hier diese stehenden Verhältnisse irgendwie erschüttern. Wir müssen gar nicht erst die ganzen Leute überzeugen, sondern dadurch, dass wir es in der Lage sind, irgendwie diese bestehenden Verhältnisse mit Bombenwerfen und mit irgendwie Aufruhr zum Wanken zu bringen, dann werden die Arbeiter begreifen, ey, das kann man ja umstürzen und wir wollen es sowieso umstürzen und dann legen wir los. Das ist echt, und das fand ich eigentlich auch die spannende theoretische Frage, mit der man sich da beschäftigen kann. Ja. Da geht man ja eher davon aus, die Leute haben ja schon alle das richtige Bewusstsein und die Schnauze so dermaßen voll. Wir müssen denen nur zeigen, dass das System angreifbar, erschütterbar ist und dann wird schon die Revolution folgen, weil die Leute ja nicht doof sind. Ja, genau. Und das gibt's ja heutzutage immer noch, dass Leute meinen, ja, die Leute sind doch sowieso alle gegen den ganzen Kram und man muss bloß irgendwie Action machen, dann werden sie aufstehen. Und das ist natürlich ein grober Unfug zu glauben, dass die Leute einfach das machen, was man selber will, nur weil man es gerne hätte, dass sie so denken. Vielleicht muss man den Leuten vorher erstmal sagen, was los ist. Ach, das kann man parallel machen, finde ich. Ja, die Anarchos haben das auf jeden Fall so gedacht. Wenn es dann erstmal wild wird, dann werden die Arbeiter schon sehen, dass wir die Richtigen sind. Ja. Und Reinsdorf will halt das ganz große Ding machen. Er will wahrscheinlich, und das bringt wahrscheinlich den Bogen zurück in unserer Geschichte, wahrscheinlich auf den Kaiser. So Attentat Nummer 6 bis 9 oder so. Richtig. Nachdem es Reinsdorf, Zitat aus Most, nachdem es Reinsdorf gelungen war, Leute zu finden, von denen er annahm, dass sie geeignet seien, an revolutionären Aktionen teilzunehmen und nötigenfalls dabei das Leben zu riskieren, eine Annahme, die sich allerdings später leider als Täuschung erwies, glückte es ihm auch, eine Quelle zu entdecken, aus welcher Dynamit, dieser herrliche Stoff, welcher der Freiheit eine Freiheit, eine Gasse brechen wird, bezogen werden konnte. Jetzt war er glücklich. In seinem Kopfe jagten sich ungeduldig die Gedanken. Sein Herz pochte stürmischer als je. Die Propaganda der Tat konnte ja nun in großem Maße inszeniert werden. Der Most fand den wohl ganz gut. Ja, total. So wie er das formuliert. Ja, also absolut. Der, auf den lässt er da nichts kommen. Das feiert er also schon sehr hart ab. Zumal dieses Ding halt auch relativ kurz nach seinem Tod erschienen ist. Verstehe. Ich habe jetzt nicht das genaue Erscheinungsdatum, aber das ist jetzt nicht mit 100 Jahren Abstand, dass man mal reflektiert. Das ist eine Kampfschrift. Okay. Und so liest sie sich auch. Also der konnte auch nicht schreiben. Also gut. Liest sich sehr zäh. Verstehe. So. Genau, also. So, wir haben jetzt 25 Minuten. Wir machen jetzt mal eine Pause. Ja. Wofür werben wir denn diesmal? Und wir sind wieder drauf. Hallo. Hallo. Hi, hi. Ha. Ich habe ein Soundboard gefunden. Das ist toll. Ich habe in der Pause gerade mal geguckt, wo man Dynamit kaufen kann. Es ist so irgendwie so B2B-Suchmaschinen und dann, aber dann kommt man auch schnell. www.dynamit.de? Nee, Dynamit24.de. Ey, ich kann jetzt ja hier keine Werbung machen, weil wir dafür kein Geld kriegen, aber ich glaube, da muss man irgendwie nachweisen dass man da irgendwie Fachmensch ist. Du meinst, es ist heutzutage nicht so wahnwitzig schwierig, Dynamit zu bestellen? Du brauchst einen Gewerbeschein. Wahrscheinlich. Und er hat damals einfach irgendwie Katalog aufgeschlagen. Die hatten, weiß ich nicht, irgendeine Quelle werden sie haben. Wahrscheinlich auch irgendwie Arbeiter, die in der Produktion beschäftigt sind. Also naja. Bergbau, Abbruch, Straßenbau. Also das geht also nicht so wie bei Red Dead Redemption, dass man sich in sein Lager hockt und dann in so einen Katalog blättert und dann ist es am nächsten Tag da? Nee. Das ist doch die Welt gewesen damals, dachte ich. So, ja, das ist leicht vereinfacht. Stimmt. Das muss man sich auch immer nochmal, was halt parallel so zum Wilden Westen, was halt im Rest der Welt passiert ist, also wo das ist ja schon so ein bisschen anachronistisch, ist der Wilde Westen ja auch schon. Ja, die haben da halt ein Land erobert und erschlossen. Das lief halt in Europa schon ungefähr so, weiß ich nicht, 3.500 Jahre vorher oder ja, so. Diese Ungleichzeitigkeit, die meine ich aber. Das war jetzt dieses Abschweifen, wo der rote Faden gefehlt hat. Ne? Nee, das sind diese Nebenschauplätze, die total interessant sind. Gut. Also,
Reinsdorf ist jetzt Dynamitmann. So weit, dass er die ist jetzt Dynamitmann, er hat eine gute Quelle. Was er jetzt halt dringend braucht, ist halt ein Anschlagsopfer. Ein Anschlagsopfer, ein Anschlagsziel. Ja. Und die Gelegenheit für so einen Anschlag bietet sich am 28. September 1883. Okay. In Rüdesheim am Rhein. Rüdesheim. Ist das nicht Dachnias nee, Rüsselsheim, wo Opel herkommt? Hm? Was kommt denn aus Rüdesheim so? Boah, das ist, glaube ich, eine Weingegend. Und dieses Jahr war die Bundesgartenschau in Rüdesheim. Mein Vater war da, sagte, nö, lohnt nicht. Aber wo denn am Rhein? Weil das ist echt so ein Ort, wo ich sagen würde, ich habe null Plan. Hm? Nicht mal ansatzweise, in welchem Bundesland Rüdesheim ist. In Rheinland-Pfalz? Ich guck mal, ja, das müsste Rheinland-Pfalz. Wenn du nicht weißt, wo es ist, ist es meistens in Rheinland-Pfalz. Wie ich immer gerne sage, ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben in Rheinland-Pfalz. Ach doch! Das kann nicht wirklich sein, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich das einzige Bundesland, was ich noch nie betreten habe. Außer neben Saarland war ich auch mal. Im Saarland war ich mal auf so einer Busreise irgendwas. Die haben da, glaube ich, getankt. Ja, genau. So, damit musst du echt lange rauszoomen, bis da irgendwie was kommt, was du kennst. So, Rheinböllen. Ach so, Mensch, das ist ja direkt in der Nähe vom... Lasse Rheinböllen. Genau, vom Hunsrück auf der einen Seite und in der anderen Seite Ingelheim ist in der Nähe. Ich kenne nur Ingelwood, wenn wir da bei Bismarck hier waren. Hm. Ingelheim, Böhringer, Ingelheim, so ein Pharmakonzern, Chemiekonzern. Das ist so da diese... Achso, wenn man weiter rauszoomt. Das erfolgreiche dann, Deutschland kenne ich nicht. Genau, wenn man rauszoomt, kommen irgendwann Wiesbaden und Mainz. Ah, davon habe ich gehört. Und, ja. Gut. Auf jeden Fall. Rüdesheim. Rüdesheim am Rhein. Da, wo die Hunde wohnen, da geht's los. 1883 das Germania-Denkmal soll eröffnet werden. Weißt du da was drüber? Sollte am 28. September. Nein, das ja, ist halt was so. Ja, das ist. Das ist so eine Germania, also wie man sie halt, du kennst sie vielleicht irgendwie vom Brandenburger Tor, da steht auch eine auf dem... Tatsächlich weiß ich wenig von der Germania, weißt du zufällig aus dem Stegreif irgendwas über die Germania? Also ich kenne die Franzosentante, wie heißt die nochmal? Die kenne ich, aber die Germania, ist die so dann im 19. Jahrhundert erst ausgedacht worden? So ein bisschen, war so ein bisschen man braucht da halt schnell nochmal für so ein neues Deutschland. Ja. Und brauchte man halt auch dringend... Ein paar nationale Mythen. Ja. Ja, Hermannsdenkmal und so weiter. Ich bin gleich wieder da. Ja, Erinnerungsort. Genau. Sorry. So ein Erinnerungsort sollte eben auch diese Germania werden. Hinten raus habe ich nochmal ein ganz nettes Ding, wie das in die Populärkultur auch noch eingegangen ist. Aber es sollte halt eröffnet werden und das ist halt so ein... Machst du bitte die Tür zu? Ich habe die Tür zugemacht. Machst du bitte die Tür zu? So, genau. Aufmerksam erheischende Nachwuchs. Ja. Bauherren. Schafft euch Kinder an. Kinder sind cool. genau, da soll es halt sein. Reinsdorf hat sich Dynamit beschafft. Reinsdorf hat ein paar Kollegen am Start. Und da soll es passieren. Da ist der Kaiser. Da ist Bismarck, da ist der ganze Tross, die ganze High Society, Riesenevent. Alle auf und einen alle Schlag auf weg. Einen Schlag weg. Das war der Plan. Okay. 3 Wochen vor dem Attentat stürzt August Reinsdorf unglücklich beim Überschreiten von Eisenbahnschienen. Und schlägt sich das Schienenbein auf. Daraufhin eine Riesenentzündung. Er stirbt und alles abgeblasen. Danke, Feierabend, wir gehen nach Hause. Er hatte Tuberkulose zu der Zeit. Ach je. Ja, das scheint ja auch so eine Volkskrankheit gewesen zu sein damals. Wer hatte das nicht? Eben, also ein bisschen röcheln. Und nein, er liegt wohl flach im Lazarett und kann den Anschlag selber nicht durchführen. Wie unglücklich. Ja, so betraute er seine 2 Genossen, Franz Reinhold Rupsch und Emil Küchler mit der Durchführung des Attentats. Rupsch. Ist ja auch die beiden schön. Reisen nach Rüdesheim, bereiten den Sprengstoffanschlag vor. Wie macht man sowas? Also man fährt da nachts vorher hin, guckt, ist keiner da, steckt unter dem Fuß von der Germania irgendwie so eine Dynamitstange und dann geht man wieder weg. Als wärst du dabei gewesen. So.
Haken an der Geschichte, die kamen hin. Am Sockel wurde noch gearbeitet. Ja, wie es halt so okay, ist. Surprise, da ist ja noch wer. Morgen Eröffnung, sind wir schnell hier die Jahreszahl reinmeißeln. Keine Ahnung, jedenfalls kommen sie nicht ans Denkmal ran. Oh Gott, ja, Plan B. Okay, dann pass auf, dann machen wir es auf dem Weg. Okay, so, und, logisch. Ja, dann ja. Haben sie eine Drainageröhre gefunden. Durch diese hohle Gasse muss der Kaiser kommen. Genau, das gab den einen Weg und da wollten sie den Kaiser und seinen Tross halt in die Luft sprengen, haben das Dynamit unter diesen Weg gepackt. So mit Kabel und mit diesem Wuppzi, womit mit Fernbedienungsexplosionsdings, wo man so ein Ding runterdrücken muss? Mit einer Zündschnur? Zündschnur? Und musste aber dann händisch gemacht werden. Genau. Dieses Kabelding, das ist ja Strom wahrscheinlich, ne? Das ist Strom? Ja. Denke ich mal, weil das ist ja, das brennt ja dann nicht. Und das war sozusagen dieses klassische Lunte anzünden. Und dann regnet es und dann geht die Lunte aus. Genau, es hat geregnet am Vorabend. Pointe versaut, Mann. Mann, ich wirklich Schluss. Es regnet tatsächlich. Ja. Damit es nicht so auffällt, dass da eine Zündschnur liegt, packen Rupsch und Küchler noch nasses Laub drauf. Ich muss dazwischen mal sagen, das waren auch einfach andere Zeiten. Was man da so machen konnte. Da legte man halt eine Zündschnur quer über den Weg, wo der Präsident vorbeikommt quasi. Das ist so absurd, wie archaischer quasi dieses ganze Gekämpfe zwischen Staatsgewalt und Widerständischen halt auch war. Ja, da konnte man, wenn du heutzutage wüsste, kannst du ja nicht mal einen Fußweg machen, um überwacht zu sein, wenn du halt Staatsfeind bist. Und damals kannst du halt irgendwie mit Laub irgendwie deine Zündschnur, wo der Kaiser vorbeikommt, irgendwie abdecken. Ja, wobei man jetzt auch dazu sagen muss, diese ganze Information kommt aus den Prozessakten. Ja. Wer weiß, wie viel da schon gewusst wurde. Wenn man die jetzt heute nochmal befragen würde, würden sie einem vielleicht sagen, ja, so doof waren wir gar nicht. Echt nicht. Aber die waren schon hart doof. Ich zitiere jetzt nochmal aus Most. Ja. So, an einem Baumstamme, den sie durch Einschnitt kenntlich machen, befestigten sie das Ende der Zündschnur und gingen nach Rüdesheim zurück. Am anderen Morgen waren sie wieder zur Stelle. Der kaiserliche Zug nahte heran. Das ist keine Eisenbahn. Keine, ja. Küchler gab das verabredet. Nein, nicht auf dem Tisch. Ich wollte trommeln. Küchler nahte heran. Küchler gab das verabredete Zeichen. Rupsch hielt seine brennende Zigarre an das mit Feuerschwamm versehene Ende der Zündschnur. Oh. Ein Moment atemloser Erwartung folgte und man sieht es halt wie im Film, wie sie so sich die Ohren zuhalten und so sich ducken. Ein Moment atemloser Erwartung folgte. Der Zug passierte in vollem Prunke vorbei. Eine Explosion fand nicht statt. Na je. Ja. Was war geschehen? Okay, surprise. Ja. Küchler, der alte Sparfuchs. Ja, hör auf. Ja. Nee, die teuren Kabel. Ich will noch ein Bier trinken gehen Hat statt der guten Big Fortune Kautschukschnur, kann man übrigens kaufen, ich habe nachgeguckt, Big Fortune gibt's immer noch. Und die gibt's immer noch, ja. Aber die Versandkosten waren... Für ihr Attentatsplan, je nach Plan. Ja. Nehmen Sie lieber... Gibt es beim Feuerwerker zu bestellen, Big Fortune Zündschnur. Gut. Ja. Aber was er genommen hat, war... Erfolgreich seit 150 Jahren. Die 50 Pfennig billigere geteerte Hanfschnur. Ja, da sieht man wieder, wo es Kiffen hinführt. Ja. Noch war die Hoffnung nicht aufzugeben, der Festzug musste ja wieder, Zitat Most, musste ja wieder den nämlichen Weg retour kommen, sobald die Enthüllungsposse vorübergegangen. Ein frischer Schwamm wurde genommen. Abermals nahten sich... Nahten der Kaiser seine Anschlagstäter. Ja, nahte der Kaiser der kritischen Stelle, unter welcher ihr Tod lauerte. Wiederum entzündete Rupsch den Schwamm. Die folgenden Sekunden der Erwartung dehnten sich zu endlosen Stunden aus. Hinunter ging es mit Sang und Klang und wüstem Jubelgeschrei der anwesenden Knechte und Bedienten. Und wieder blieben Blitz und Donner aus. Ach, so, ja, nix. Es hat einfach nicht geklappt. Nasse Zündschnur, billige Zündschnur. Ja, Kinder, merkt euch, niemals sparen, wenn es um Anschläge geht. Das ist die Moral von der Geschichte. Das ist schon die Lektion. Nee, kann nicht sein. Wir machen kurze Pause und dann geht's weiter. Ja.
So, wir sind wieder da. Wir sind wieder da, der, ja. Und die Bombe ist immer noch nicht explodiert und ich habe die Vermutung, sie wird's auch nicht. Ah, sie wird. Sie wird? Sie nehmen das Ding nochmal ein bisschen, aber jetzt ist irgendwie denn der... Es stellt sich mir persönlich natürlich, das können die ganzen Hörer jetzt noch nicht wissen, eine ganz, ganz besondere Frage. Erstens ist immer noch offen, wie Marius Müller-Westernhagen sich zu dem Ganzen stellt. Mhm. Aber noch viel interessanter, nachdem, wie du mich ja angeteased hast, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, bin ich ja fest davon ausgegangen, dass wir eigentlich über amerikanisches Wrestling uns unterhalten. Und wie das jetzt da noch reinkommen soll, das finde ich mal spannend. Misleading. Das war ein Riesenversehen. Ich habe nur die trocknende Pasta in meiner Küche hier gerade, wo wir gerade sitzen, mit Jesse Venturas Frisur von irgendeiner WrestleMania verglichen. Ach so. Und das führt jetzt endgültig zu weit. Ja, okay, also. Das Ding explodiert nicht, das Ding nicht beim zweiten Mal und beim dritten Mal, dann gehen sie zu so einer Tanz- und Festhalle in Rüdesheim, bringen das Ding da an. Und also gehen dann irgendwie zurück zum Denkmal, es regnet und tief in der Nacht oder was und schrauben dann halt ihr Dynamit wieder ab und sacken das ein. Nee, es ist ja schon der nächste Tag, der Festzug ist weg, ja. Die nehmen das Ding mit. Weil das auch irgendwo war, wo es eh keiner findet. Da ist halt keiner mehr. Das war in dieser Drainageröhre. Die Leute waren weg und das ist jetzt nicht, jetzt nicht so, dass das irgendwie eine Durchgangsstraße war. Okay, alles wieder raus und dann zum nächsten Platz. Genau. Und das machen sie dann in Rüdesheim an so einer Festhalle. Das Ding explodiert. Es entsteht Sachschaden. Niemand kommt zu Schaden. Und weil es, wie haben wir das Dynamit schon mal, es muss irgendwas explodieren oder so. Der Kaiser war dann nicht mehr am Start. Nee. Okay. Nee, das Ganze geht dann halt alles relativ harmlos für den Kaiser aus. Weniger harmlos geht es natürlich jetzt für die Verschwörer aus. Die ganze Sache kommt raus. Das wird nicht ganz klar, wie sehr das mit Spitzeln zu tun hat, aber wohl einer aus dieser Gruppe, ein gewisser Herr Palm, sei Polizeispitzel gewesen und hat wohl noch irgendwie Rupsch und Küchler noch so Fahrgeld mitgegeben, dass sie nach Rüdesheim kommen. Ah, damit das auch läuft. Ja, damit das auch ja läuft. Jedenfalls die ganze Bagage wird verhaftet und nach fünftägiger Verhandlung werden Reinsdorf, Küchler und Rupsch zum Tode verurteilt. Mhm. Die anderen Angeklagten aus der Gruppe lange Zuchthaus, Gefängnisstrafen. Rupsch. Ach, die werden gleich zum Tode. Ja, Rupsch wird aus Rücksicht auf sein jugendliches Alter und seine augenscheinlich aufrichtige Reue zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe begnadigt. Reinsdorf und Küchler dagegen im Februar 1885 auf dem Hofe des Zuchthauses zu Halle an der Saale hingerichtet. Zack, zack, Kopf ab. Zitat Most. Reinsdorf sagte in seiner letzten Verteidigungsrede vor dem Reichsgericht, erzähle ich mal hier in voller Länge, mein Herr Verteidiger hat sich alle Mühe gegeben, meinen Kopf zu retten. Ich sterbe aber gern für die gerechte Sache der Anarchie. Und wenn ich 10 Köpfe hätte, ich würde sie mit Freuden aufs Schafott legen, denn ich weiß, ich sterbe für die gerechteste Sache der Menschheit. Dass ich halt nicht den Fuß verknackst. Ne? Ja. Für einen so armseligen, schwindsüchtigen Proletarier ist es am besten, er legt sein Haupt auf das Schafott. Nicht durch Stimmzettel, sondern durch gewaltsame Attentate wird die Menschheit von der Ausbeutung und Unterdrückung befreit werden. Und das ist eben dieses Ding mit der Propaganda der Tat. Da haben wir's. Wenn du es in die Luft sprengst, werden sie revoltieren. Das ist denkt er sich das. Ja. Die Zeit ist weiter. Wobei die Alternative natürlich auch noch eine Frage ist, ob die Leute revoltieren mit dem Stimmzettel, ist ja auch wieder eine andere Frage. Die Zeit ist nicht mehr fern, in der kein Bourgeois auf der Straße, im Casino oder im Haus sicher sein wird. Die Zeit ist nicht mehr fern, in der keiner sich... Ja, das stimmt. Das ist dreifacher Verneinung. So. Mhm. Gut. Haarsträubende Geschichte. Ja, da ist er weg. Ja, und das Ganze... Klingt halt filmreif. Ne? Bestimmt doch mal verfilmt worden, oder? Ich habe eine Ahnung. Ja, ich weiß, was jetzt kommt. 1975. Ach was? Nein. Ernsthaft? Das zweite deutsche Fernsehen. Ach was? Diese Geschichte unter dem Titel Ein deutsches Attentat. Ein deutsches Attentat. Ich habe nichts dazu finden können. Aber du würdest gerne wünschen, dass es Marius war? Oder in, der Rolle, in der Rolle des Herrn Rupsch. Das ist Herrn Rupsch. Ja, nicht der Idiot mit der, also schon auch der einer von den anderen. Anderen Idioten. Jedenfalls nicht der Sparfuchs. Ja. Marius Müller-Westernhagen. Schau an. Ja.
konnte ich nichts zu. Also und Mario Adorf als Kaiser, als ich habe noch sonst die Besetzung durchgeguckt, also so Leute, die man aus so Fernsehspielen vielleicht so kennt, so ein paar Namen habe ich noch mal geguckt. Den einzigen, den man wirklich kennt, ist irgendwie Westernhagen. Also wenn Thrasher die Namen nicht kennt, dann heißt es, es kennt sie wirklich niemand aus unserem bekannten Kreis hier. Ja, und das ist lustig, wahrscheinlich kannten damals alle anderen, aber nicht Westernhagen. Ja, wahrscheinlich. Wobei, seine erste Platte, ist sie nicht Anfang 70er schon, geht er da nicht los? Ich habe gehört, Westernhagens erste Band hieß Harakiri Boom und war. Das ist so ein Zeitreiseding, glaube ich. Das ist wirklich, wie heißen die nochmal? Tokyo Hotel. Ja, wie heißt der nochmal, die Vögel, die beiden Brüderchens da? Tom und Bill Kaulitz. Kaulitz heißen die, genau. Die sind bestimmt eine Zeit zurück und dann irgendwie da dem Westernhagen gesagt, ey, voll cool, Namen, wieder eine Band und so. Denk mal los. Das kann ich mir vorstellen. Harakiri Boom. Echt, Harakiri Boom. 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 Mich hat's an The Mooney Suzuki erinnert. Ja, und es gibt vor allem, mich hat's erinnert, es gibt's eine andere komische Band gerade, die ich nie gehört habe, die, wie hießen die denn nochmal? Harakiri Boom? Na, die Leser dürfen das einschicken und wer den richtigen Namen einschickt, gewinnt einen Gummipunkt. Aber was ich noch so zu Westernhangs Anfangskarriere weiß, ist, dass er unter dem Namen, also er hat erstmal Englisch gesungen auch, als Solokünstler, unter dem Namen Marius West. Ach. Ja. Und Barry und nicht Barry White, wie heißt denn? Jack White hat ihm die Songs geschrieben? Das weiß, nö, das ist schon alles selber gemacht. Okay. Und hat damals den, da ist er mir irgendwie von 1972 ein Film, der heißt Supermarkt. Da hat er den, das war so sein erster Soundtrack und seine die Single Celebration, die wir jetzt nicht spielen können, aus Copyright-Gründen. Empfehle ich aber jedem jetzt als Outro. Das gucke ich gleich mal. Ja. Nee, vielleicht noch mal eine kurze Frage zum Kaiser, ne? Weil damit fingen wir eigentlich an, den ganzen Anschlägen. Ja. Eins der ersten historischen Daten, die ich mir gemerkt habe, weil ich irgendwie von meinen Eltern durch irgendwelche Berliner Museen geschleppt wurde, war das berühmte Drei-Kaiser-Jahr. Ja. Nämlich, du weißt genau, wann es war, 1888, kann man sich gut merken, wo der Erste gestorben ist, der Zweite an die Macht kam, auch gleich wieder gestorben ist und dann Kaiser Wilhelm II. Rangekommen ist. Genau, er war der Erste, der gestorben ist. Aber der ist damals eines natürlichen Todes oder wurde dann irgendwann mal erfolgreich. Nein. Weil gerade in den 80er Jahren... Ich hatte ja gesagt, 1797 geboren, der ist steinalt geworden. Stimmt. Und er hat so viele... Stimmt. Ich habe da noch mal geguckt, vielleicht kann man so einen Attentat-Podcast machen. geguckt, irgendwie Liste der Attentate und so. Und das ist ganz geil. Die sind chronologisch geordnet in dem Wikipedia-Artikel. Und dann hast du, Wilhelm der Erste, guck mal, da ist er. Okay, dann hast du gerade den Zaren. Ich meine, Alexander der Zweite kann voll falsch sein. Ja. Der hatte dreimal mehr Attentatsversuche. Der Russe war da immer schon ein bisschen konkreter am Start. Ja. Mehr Propaganda der Tat oder... Diese ganze Anarchismusgeschichte in den USA ja auch ein Riesending gewesen. Gerade hier... 1880er Jahre war das ja, glaube ich, die Hochzeit der Anarchos, auch in den USA. Die hatten ja diese riesen Massaker da irgendwann. War das im Mai 1800 irgendwann, wo sie diese ganzen Anarchos abgeschossen haben? 1. Mai 1886. Deswegen gibt es ja überhaupt den 1. Mai. Ist der 1. Mai. Ja, die Nazis haben dich doch auf den Feiertag gemacht. Ja, das ist richtig, dass die Nazis den Feiertag gemacht haben. Das geht aber zurück. Auf den 1. Mai 1886. In Chicago, glaube ich. Den Chicago Haymarket Riot. Genau. Wo, ich kann ja jetzt die Wahrheit sagen, wie es war. Es war halt so, dass das waren halt bezahlte Pinkerton. Pinkerton ist eine Detektivagentur, aber letzten Endes ist halt Pinkerton sowas wie Blackwater. Ja, genau. Halt genau. Verbrecherlümmel. Ja, und genau. Die haben, das war diese Geschichte, der sogenannte Agent Provocateur. Ja. Die haben eine Bombe in die zivile Menge geschmissen, um es den Anarchisten in die Schuhe zu schieben, genau. Weil die Arbeitgeber die Anarchisten loswerden wollten. Genau, weil die ziemlich stark waren damals, gerade in den USA waren die richtig genau, stark. Genau, das waren auch alles Deutsche, August Spieß und wie sie alle hießen. Ja. Die haben da, ich bin da sattelfest, ich habe darüber tatsächlich meine Arbeit geschrieben. Ganz dunkel erinnere ich mich an sowas. Ja. Und ja, Anarchisten, checkt sie aus. Zündschnur, nehmt die Wasserfeste. Westernhagen, checkt mal. Ich dachte eigentlich irgendwie, dass vielleicht dann der Text von Freiheit vielleicht doch von irgendeinem Anarchisten geschrieben wurde und er hat ihn einfach nochmal umgeschrieben oder so, aber wäre auch eine schöne gewesen. Genau. Nee. Gut, ja genau, wir gucken uns nochmal den Fährberliner Aufmarsch, wie hieß es? Der Fährberliner Reitermarsch. Den hören wir uns jetzt nochmal an.
Und dann laufen wir die Treppen hoch und runter und sind fit bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, hallo. Alle, die von Freiheit träumen, die können jetzt mal wieder schlafen gehen. Sollten es feiern, nicht versäumen. So wie wir heute Abend hier. Prost. Tschüss.